Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns heute das Leimbinder-Hallen-Pack an von Niggles von Vertex Design. Ja, das Pack beinhaltet insgesamt 1, 2, 3, na, bin ich blöd, 1, 2, 3, 4 Hallen mit einer Preisspanne zwischen 29.500 bis 49.500 sowie unterschiedlicher Größen. Das sind Maschinenhallen, sprich die könnt ihr in der Welt platzieren, auf eurem Gelände, ne, ganz logisch, und könnt darin dementsprechend Fahrzeuge umstellen. Das Ganze gibt es als 3-Tür, 4-Tür, 5-Tür und 6-Tür-Setup. Und ich habe das Ganze euch mal hier schon präsentiert. Hier gilt wieder allgemeine Achtung, kleine Demonstration. Nur weil das Ganze zum Beispiel wie hier, mache ich einmal für euch an. Nur weil da 29.500 steht, heißt das noch nicht, dass das der Endpreis ist. Ihr müsst dann auch immer wieder schauen, wie das mit den Terraforming aussieht. Ne? Hier sind wir zum Beispiel bei 44.000, je nachdem wie wir es platzieren, auf welcher Höhe wir das Ganze platzieren und so weiter und so fort. Ne? Also um wirklich auf diesen normalen Preis zu kommen, müsst ihr auch eine ebene Fläche finden, wo ihr das Ganze platziert. Ansonsten wird das Ganze durchs Terraforming anpassen etwas teurer. Das haben wir bei den ganzen Hallen jetzt hier leider auch gehabt. Ihr seht das, dass das alles ein bisschen höher ist. Ist eine ziemliche Fummelei noch momentan. Scheint wir ja dann noch ein Tool rausbringen, womit das Terraforming dann wieder einfacher wird, beziehungsweise auch wieder besser begradigt werden kann. Ja, dann haben wir hier, fangen wir mal an, die ganz große Halle, die 6er Halle. Und ihr seht, die Tore sind zu. Wenn wir rangehen und die linke Maustaste drücken, öffnet sich die Tür, sogar mit Sound. Deswegen hören wir uns mal an. Ja, das ist auch alles sehr schnieke animiert. Wir machen das Tor mal wieder zu. Ne, dieses schöne Schienensystem nenne ich es einfach mal, wirklich pralle. Dann haben wir hier eine Tür. Die Tür können wir aber in dem Sinne leider nicht öffnen. Versuchen wir es mal von außen. Ne, geht leider nicht. Aber ja, ihr seht, Riesenhalle. Da ist auf jeden Fall genug Platz und ihr könnt auch wirklich alle Tore hier öffnen. Ihr müsst halt immer noch einen richtigen Triggerpoint finden. Und dann läuft der ganze Spaß. Hier ist auf jeden Fall genug Platz für viele, 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 viele Maschinen. So, dann swipen wir mal hier rüber. Das ist dann dementsprechend die 5-Tor-Halle. Die sehen auch alle logischerweise gleich aus. Einfach nur eine Nummer kleiner. Haben die gleichen Funktionen. Dann die Halle mit 3 Toren. Beziehungsweise hier nochmal. Habe ich zweimal 4 Tore installiert, ich blöd finde. 1, 2, 3, 4, ne, 5, genau, das sind die 4, das ist der 4-Türer. Und hier vorne haben wir den 3-Türer. So. Ja, und ihr seht, die sind vom Innenbau dementsprechend alle gleich, logischerweise. Nur die Größe, bzw. der Preis unterscheidet sich da. Ja, in dem Sinne kann ich euch damit nur viel Spaß wünschen. Ja, was soll man großartig dazu sagen? Auf jeden Fall eine schnieke Sache. Lieber Niggles oder liebes Vertex Design Team, danke dafür. Und Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung inklusive Bewertung. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis denne, haut rein. Ich muss erstmal kurz die Raben von oder in der Halle verscheuchen. Tschüss.